Will eine Freundin. Wieso bitte nur eine Freundin, wenn man gleich fünf haben kann? Fünf Freundinnen, hä? Haha, dass ich nicht lache. Wer braucht eine Freundin, wenn man Beyblades hat? Let it rip! Schmelz dein Billigmetall ein und mach Platz für das Herz der Karten. Hat jemand Karten gesagt? Jemand Lust auf eine Runde am Automaten, hä? Mein Kopf wurde mindestens dreimal durchgefickt. Du bist ein sehr cooler Zeitgenosse. Kein Spaß, ich verstehe mich mit so gut wie jedem Dragon Ball Fan einfach so gut wie mit einem Bruder. Ich kenne nur einen guten Anime. Ich kenne nur zwei gute Anime. Ich wünsche mir eine Yandere Freundin. Ja, so eine, die mich richtig penetriert und auf mich aufpasst, als wäre ich ihr Augapfel. Ich bin 12. Ich finde Sword Art Online zu Mainstream. Finger weg von deiner Schwester. Finger weg von deiner Zwillingsschwester. Einfach generell Finger weg davon. Ich habe den Anime auf YouTube durchgesuchtet. Inuyasha ist immer noch mein Mann der Träume. Ich stehe auf Psychospielchen und sitze mit eingezogenen Beinen auf meinem Stuhl. Ich war als kleiner Junge ein Pisser und bin es immer noch. Ein Pisser. Ich esse nie wieder Eis im Auto. Nie wieder. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Yep, irgendwas stimmt mit mir nicht. Kann jemand endlich mal die Klaps anrufen? Ich warte, hallo? Hallo? Ich liebe Abenteuer und Freundschaft steht über alles. Hey, Alchemie steht über alles. Stimmt's, Alphons? Ich bin der Durchschnittsperversling. Ich schwöre, ich bin heute noch auf der Suche nach einer Nudelsuppe, die aussieht wie Naruto. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso ich mit dieser Serie antue. Überall geiles Essen und was habe ich? Genau, Tiefkühlpizza. Naja, besser als nichts. Ich kann zwar nichts außer schlafen, essen und scheißen, aber irgendwann werde ich auch ein Held sein. Oder zumindest nicht mehr bei Mama wohnen. Ich denke, ich schaue Anime, aber in Wahrheit schaue ich einen Cartoon, denn die Serie wurde in Amerika produziert. Demnach ist sie technisch gesehen kein Anime. Und wenn jetzt einer ankommt und kommentiert, aber da ist ein Anime, dann mache ich diese Person zu einem Anime. Ich bin ein Meme-Meister. Das wäre jetzt keine Jojo-Referenz, okay? Ich trage immer eine Packung Tempo bei mir für den Notfall, dass ich an die letzte Folge denke und losweinen muss. Ich bin ein Mädchen. Ja, ich bin definitiv ein Mädchen. Ich wünschte, er wäre ein Mädchen. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, wer jetzt ein Mädchen ist. Ich achte bei Frauen am meisten auf die Persönlichkeit. Aussehen ist wirklich nicht wichtig. Charakter macht's aus. Wenn dir Supersonicus Persönlichkeit ganz dolle gefällt, dann check doch animegalaxy.de ab. Der Anime Store mit Herz. Dort bieten wir sie einmal als süßes Häschen an und einmal als Nudelsuppenhalter. Ja, kreativ und so. Außerdem haben wir leckere japanische Süßigkeiten und Plüschtiere, die selbst eure Mama lieben werden. Hoffe ich mal. Kennt ihr noch weitere Anime, die etwas über die Person sagen? Dann ab damit in die Kommentare. Hatte ich mit meinen Einschätzungen recht oder lag ich komplett falsch? Auch das ab in die Kommis. Wir sehen uns beim nächsten Video. Passt auf eure Notchinchin auf und Heroi!